Hier ist jetzt wiederum so eine Ecke, die sieht eigentlich ganz passabel aus, ne? So. Er ist gerade den Haltewunsch, dass da verkloppt. Ich will raus. Nö. Doch. Nö. Ich fahre jetzt durch, ich halte nicht mehr an. Dann kannst halt an der Tanke an, ich will mir ein Gummibärchen holen, ja. Schokoriegel holen. Sitzt aber da hinten und kauft monetarisieren, wir dürfen ja keine Markennamen nennen. Sitzt er dann wieder da hinten mit Piep. Schokolade, ja, und schmiert mir die Sitze voll. Das war ernsthaft gemeint. Oh, komm ich da noch rum? Ja, die. Was? Das war ernst gemeint mit dem Monetarisieren und Namen nennen. Ach was. Jetzt musst du nämlich den Haken bei Product Placement nennen. Ach ja, dann piepst ich's halt raus. Ja, was ist denn jetzt? Darf ich jetzt fahren? Ja, nun fahr halt, die stehen beide. Ich hab Angst, dieses OMSI-KI, ja? Ich schluck jetzt mal einen trinken. Hier ist es gut, dass ich so weit vorgefahren bin, jetzt komme ich wenigstens gut hier rum. Oh, guck mal, hier wieder eine Auffahrt, gleich kannst du wieder flamen. Eine Auffahrt ohne, Hilfspfeiler wollte ich schon gerade, ohne Leitpfosten. Ja, oder Leitplanken oder sowas. Eine Auffahrt ohne Hilfspfeile? Haben die nicht eigentlich immer so Leitpfosten noch stehen? Nicht immer, wobei Leitpfosten hier generell Mangelware sind. Ja, irgendwie schon. Die Leitplanken oder Pfosten. Nee, aber wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn ich jetzt hier fahre und neben mir fahren Autos und die fahren schneller und werden dann langsamer und ich könnte theoretisch auf der rechten Spur überholen. Darf ich das überhaupt eigentlich nicht? Oder wie? Keine Ahnung. Ich hab ja nie einen Führerschein gemacht. Ich ja auch nicht, deswegen. Ja, siehst du? Hätten wir jemanden mitnehmen müssen, der einen Führerschein hat. Ja, der Wölbert ist ja wieder mal nicht da. Ja, hat zu tun. Ist über Weihnachten. Aber überhaupt. Hier, wenn wir den Wölbert mitgenommen hätten, ne? Ja, bitte. Das wäre Gefleme ohne Ende gewesen. Das wäre lustig gewesen. Weil drei Leute, die machen mehr Schwachsinn als zwei Leute und dann hätte man das hier, ne? Pass auf, die wechseln gleich wieder die Spur. Ich hab's schon so im Bauchgefühl. Nee, alles gut. Ich glaube, hier war so die Stelle, wo du letztes Mal die Meldung bekommen hast mit den Nachladekacheln und wo dann die Objekte fehlten, wo wir dann von der Kachel runtergefallen sind. Ja, wie gesagt, da hatten Tankstellen gefehlt. Ich gehe mal von aus, dass da eine Tankstelle kam. Was? Ich finde das gerade lustig. Was denn? Weil vorher, ich zitiere, oh ne, ich lad mir doch jetzt hier nicht alle Tankstellen runter. Ne, mach ich nicht. Welche werden denn gebraucht? Ja, ich dachte, ich hätte die. Ja, das Problem ist, man hat es mit der Zeit... Das Denken soll es den Pferden überlassen, die haben nämlich einen größeren Kopf. Man hat mit der Zeit, ja, bei mir ist das eher sowieso Wurmgröße, aber man hat mit der Zeit ja sowieso irgendwie so viele Objekte, man ist irgendwann der Meinung, man hätte schon alle. Boing. Das ist wirklich eine Tatsache. Ich brauche mir kaum noch Objekte nachladen, weil ich die meisten echt schon auf dem Rechner habe. Geht dir das nicht auf? Nee, die Objektgröße von 40 GB. Nee, dir oder? Kann das ja nicht so gehen, du hast ja einen Rechner neu aufsetzen müssen. Der Virus hat ja alles zerfressen bei dir. Ja. Oh, was hat der denn hier drin? Hilfe! Aber das Intro habe ich jetzt mittlerweile wieder fertig. Die Bauchbinden auch. Das neue Kanalbild auch. Das Profilbild noch nicht. Echt mal? Aber hier, Julian, ich glaube, wir sind über die Stelle schon weg. Ich kann mich nicht hier an diese Seitendinger erinnern. Okay. Oder? Oder doch? Es war bei irgendeiner Ausfahrt, wo wir dann ins Nichts gefunden haben. Nee, hier war es. Hier war es. Ja, hier war es, wo dann auf einmal die Loading-Map... Geschichte kam. Dann bist du hier runter und dann ins Nix. Dann waren wir doch schon weiter, als ich dachte. Oh, hier stehen mal Leitpfosten. Guck mal. Genau, hier ist der Bereich, den wir jetzt nicht kennen. Ne, wobei doch, den kennen wir auch noch. Kennen wir den Andi? Noch? Wir waren wohl weiter. Wir waren viel weiter. Bist du dir sicher, dass wir schon so weit waren? Ich kenne ich nämlich. Ich meine, es wären nur 20 Minuten gewesen. Da waren wir aber schnell. Na gut, der Neoplan hat extrem viel Gas. Mhm. Was war denn das gerade? Hast du das auch gesehen? Die Laternen sind angegangen. Ach so. Das hatten wir, genau die gleiche Situation hatten wir nämlich auch auf Rotterdam. Ja, und dann kam irgendwo links ein Bus raus, der mich irgendwie gerammt hat und doch nicht gerammt hat. Du bist mit meinem Citaro gefahren und hast dich immer über die Genitalverstümmelung beschwert. Genau, du hattest nämlich auch Schwierigkeiten hier reinzukommen. Das erinnere ich mich. Ja, stimmt. Hier müssen wir dann drehen, nämlich. Da habe ich noch überlegt, wie ich da rüberkomme. Jetzt weiß ich's wieder.
Übrigens, Ja. ich habe ja mal letztes Jahr um die Zeit habe ich ja mal gesagt, das Facelift-Projekt ist pausiert, ne? Ja. Ich würde mal sagen, dass es eingestellt wird. Das ist nämlich nicht mehr auf dem Rechner. Du könntest Wir es ja. jetzt mal gerade so offiziell verkünden. Aber der Julian hat schon mit mir gesprochen. Der Julian hat was anderes vor. Ne? Ach, jetzt hast du verraten, dass ich euren Citaro K weitermache. Nein. Der Julian War hat ich nicht. Glaub. schon gesagt, der baut ein Solaris Urbino 5. Ein normaler 12. Fahrschein, bitte. Ja. Doch, Ist denn ein Solaris Urbino 5? ja. Der in 3 Jahren Rückgeld erhalten. Danke. rauskommen soll. Ne? Hahaha. Das ist doch gut für dich, Hallo. den kannst du bauen, wie du willst. Du weißt ja noch nicht, wie er aussieht. Ja, super. Und in 3 Jahren wird dann Einmal die bitte kurz Community sprechen. sagen, das ist aber nicht real. Ja, das Danke. sagt die Hallo, Community SCP für generell, Rückgeld. ob es jetzt real ist oder nicht. Insofern brauchst du dich da keine Einmal kurz Gedanken zurück, machen, ne? bitte. Geh weg. Guten Abend. Ach nee, der ist wieder so Hallo. unfreundlich, der Einmal einen Mensch. Fahrschein, bitte. Ja, Julian, baust du denn Einmal dann kurz nochmal einen zurück, Bus? Wie bitte. hast du es denn vor? Da sagst du dir, nee, Danke. das ist mir zu gefährlich, da sind immer diese blöden Viren und so. Erstmal gucken wir mal, dass wir den Dix ein bisschen weiter kriegen. Und dann überlege ich mal. Ja. Ich habe ja jetzt auch gerade Kreativpause so über Silvester. Kreativpause, genau. Ja. Und während du dann mal wieder deine Kreativpause beendet hast, versuche ich mal die Scripts einzuarbeiten. Also wenn das jetzt Polding ist, sind wir genau richtig da. Ja. Kannst direkt weitergehen. Yay! Bist du Arbeit mal. hast du ein Schwein? So. Jetzt muss ich noch mal gerade gucken, hinten die Tür, ob die zu ist, ja. Ich will einen Türsound. Aber es ist jetzt nicht mehr weit bis zu der Stelle, da bin ich mir relativ sicher. Nee, das war nach der hier. Nach der Haltestelle. Hier ist er nämlich auch gefrotzelt noch, dass du da hier nicht rausgekommen bist. Ich merk's gerade wieder, ja. Also gefrotzelt, nicht gefränkelfrotzelt. Das ist wieder so eine tolle Ecke, wo man nichts sieht. Nö, das ist Licht am Bus. Ja, da machen wir es wieder mal auf die Noob-Variante, ja. Ah, Kack-Noob, los. Kack-Noob und so. Komm, gib Gas. Sich doch immer Kackbuhn genannt. Es gibt auch Kack-Noob. Das kommt immer drauf an. Manchmal sage ich Kack-Buhn und manchmal sage ich Kack-Noob. Hast dich immer Kackbuhn genannt. Jetzt nennst du dich weiterhin Kackbuhn. Manchmal gibt es auch Noob-Buhn. Das kommt immer drauf an. Sonst nehme ich das alte Stativ Och, und nicht werfe schon damit ab. wieder. Stil. Hä? Ach, schon wieder irgendwas, was neben im Weg war. Ach so. Das ist bei der Map Probleme. irgendwie ein generelles Problem, wie es scheint. Vielleicht haben die Testfahrer das ohne Collisions getestet. Das wäre dann nämlich ziemlich dämlich gewesen. Das sollte man eigentlich nicht machen. Wenn es Ja, überhaupt, wie ist mir gesagt, welche klar. gab. Ich weiß nicht, ob der Typ überhaupt welche eingesetzt hat. Also der Mapbauer. Was war das denn? Keine Ahnung. Also, ne, wenn du jetzt weiterhin so gemein bist, dann bewerfe ich dich mit meinem alten Stativ. Oh, jetzt habe ich Angst. Durch Skype Was hindurch. hab ich jetzt eine Angst? Ja. Mann, was hab Das ich sieht eine man schon in Angst? deinem Gesicht. Ich fürchte mich ohne Ende. Ja, ich weiß. Ja, das Bild, was ich jetzt hier im Moment vor Augen habe, gefällt mir eigentlich ganz gut. Bis auf die fehlenden Leitplanken in der Mitte. Ich bin Ja, Arschloch. ja, ja, ja. Nee, es ist ja richtig, aber jetzt so vom. Ich habe eben auch ehrlich gesagt so auf den Himmel geschaut, ja. Nein. Du bist noch ein viel größeres Ja. Arschloch als ich. Ja, sag's ruhig. Komm, So, haus hier war raus. das. Hier war das. Hier kamen nämlich diese Dingsladen und dann bist du hier die Hier. Auffahrt hoch und hast Die dir nämlich gedacht. Abfahrt. Genau, die Abfahrt bist du gefahren. Da hast du gedacht, oh nee. Ja, und die ist Und jetzt hier war dann da. die Karre weg. Die ist jetzt da, aber das ist, glaube ich, ein Rastplatz, oder? Das ist ein Rastplatz. Ja, aber dann halt mal an, ich will mir was zum Essen kaufen. Neues Getränk. Wo fährt man da wieder drauf? Hier? Ja. Da können wir Aber du uns. solltest doch anhalten. Nö. Ich hab dir doch gesagt, nimm dir was mit. Habe ich aber nicht. Ja, dann kann ich doch nichts dafür. Stell dir mal Das hast du vor. mir vorhin in der Pause weggefressen. Stell dir mal vor, du fährst hier mit dem Urbino, ja? Kurz nach der Tankstelle. Nee, Sprit ist fast leer, ja? Dann hast du ein Problem. Ja. Gut, es ist ja eigentlich schon mehr eine Map für Reisebusse, muss man halt auch sagen. Aber man kann sie natürlich auch mit anderen Bussen fahren.
Was würdest du fahren, mal angenommen, du würdest die Map jetzt wirklich fahren? Volvo oder Neoplan? Aber ich würde mal sogar sagen, noch den Neoplan als Schaltwagen, weil die meisten Reisebusse sind Schaltwagen. Und das reizt mich jetzt schon irgendwie. Was hast du eigentlich gegen den MAN Cetano oder wie er heißt? Der ist ja hier auch dabei. Also nicht dabei, aber der wird unterstützt für die Map. Ich wollte ja erst mit dem fahren, da meinte der Julian, fahr lieber Volvo. Nicht. Also, ja, nur zwei, das Lenkrad ist halt von einem VÖV-Dashboard, was überhaupt nicht in den Reisebus passt. Und also von diesem VÖV-Brett oder wie es auch gerne genannt wird, die VÖV-Banane. So, so Brett, so flach und so, ne, weißt du. VÖV-Banane. Und das passt halt nicht. A, nicht in den Reisebus und B, sitzt man da meiner Meinung nach zu tief und man sieht zu wenig von der Straße. Und auch gerade das, was direkt vor einem ist. Julian hat übrigens einen Kosenamen, ne? Achtung, frei erfunden, existiert nicht wirklich. Andi erzählt wieder Schwachsinn. Julian nennt sich kosenamenmäßig übrigens auch Omsi Community Version 2, ja? Mensch, sei doch froh, dass es so einen Bus gibt. Ja, du sagst, man sitzt nur halt zu tief, das müsste ich mir dann anpassen. Das kann man doch aber auch alles anpassen, Herr Julian. Ja, natürlich kann man das. Aber ich dachte nur, was mich daran stört. Ich darf doch meine ehrliche Meinung sagen. Ja, das darfst du schon sagen, aber, ich sag doch jetzt nicht, dass es ändern muss. Nein. Ich sag mal so, was zum Beispiel an dem Bus auch nicht so ideal ist, vorne gucken noch die Ticketpacks raus. Der Andi heißt übrigens auch Andi Community, Andi Community Version 2. Ich würde trotzdem mit dem Bus fahren, das wollte ich damit nur sagen. Ja, mit dem Bus würde ich ja auch fahren, aber nur mit geänderter Sitzposition. Bäh. Der Typ macht mich fertig. Was spiegelt denn da vorne so? Die Scheiben. Ist das so extrem? Ja. Meine Fresse. Das ist ein Baustellenpfeil. Der heißt, da verändert sich jetzt die Spur. Brems, brems, brems! Alles gut. Lebst du noch? Na, hier, die Bremsen sind ja die besten bei dem Bus. Hallo? Julian? Ich glaube, er ist gerade gestorben da hinten. Er hat einen Herzinfarkt erlitten. Ah, endlich Ruhe. Nie wieder Gedisse. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich die Leiche loswerde. Mach sowas nie wieder. Ich würde im Real Life niemals mit dir fahren. Wer hat denn das unter dem einen Video geschrieben? Der K aus... Wir hatten doch hier unter dem einen Video sogar irgendwas stehen von unserem Weihnachtsspezial. Ich glaube, bei dir steht das sogar drunter. Mit, dass er auch schlecht sieht, aber da auch irgendwie über so eine Schule... Über so einen Verein hat er das wohl auch schon mal gemacht oder kannst du machen oder sowas, dass du trotzdem dann Bus fahren kannst. Mal so. Wo muss ich denn hier? Ich muss doch geradeaus. Okay. Ach, Geister und Lichter. Ja, hier. Wo fahren wir hin? Nach Österreich. Wo liegt denn das? Im Süden, oder? Südlichter. Südlichter auf der Autobahn. Ah! Wie erschreit dieser kleine Mädchen. Ja, hallo, hast du dich gerade nicht erschrocken? Nein. Die sind so plötzlich aufgetaucht. Zumindest nicht so, dass ich so geschrien hätte. Das war gerade göttlich, der Schrei. Die waren so plötzlich da. Ja. Ach nee, du. Du, aber ich muss ja schon sagen, ne? Ja. Deine Fahrweise macht wach. Mit der Baustelle, da kriegst du einen Puls. Das ist echt. Boah. Da hilft. Da kann man so viel Kaffee trinken oder so viel Energy Drink trinken. Oh, oder, Julian, guck mal da rechts raus. Guck mal rechts raus. Siehst du es, was ich sehe? Ja, da ist nix. Da ist eine leere Kachel direkt dahinter. Oh, 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 oh. Lieber Mapbauer,
Lieber Mapbauer, das geht ja mal gar nicht. Au. Also ich verstehe zwar, dass man in Schlauchbauweise baut. Ist ja okay, ist ja alles okay, aber die Gestaltung jetzt teilweise. Da vorne wieder. Guck mal hier links. Oh. Das geht, glaube ich, besser. Wahrscheinlich das Feeling erzeugen, dass man am Meer vorbeifährt. Weißt du, was mir da wieder so ein bisschen einfällt? Als Vergleich jetzt, ist vielleicht ein bisschen blöd, aber eigentlich auch nett. Sind wir jetzt... Nein, es klingt blöd, aber sind wir ja jetzt gerade im Let's Play The Line gefahren, ne? Tetau. Also, ich weiß jetzt nicht, wann das Video hier hochgeht, aber ich denke mal, das wird danach sein. Falls nicht, Entschuldigung, aber ihr wisst es, glaube ich, eh schon. Weil wir hatten es ja schon angekündigt, dass Tetau als nächstes kommt. Nimm mal Tetau als Beispiel. Da hast du auch so manche Stellen, wo eigentlich, ne, mit leeren Ebenen sein könnte. Und der Tristan hat das ja auch hinbekommen, dass man da nicht unbedingt drauf schaut. Ja, der hat das. Hast du denn mal Tetau mal von oben angeguckt? Der hat das ziemlich gut gemacht. Ja, ja. Stehen ja oft links und rechts Bäume. Hat er da Bäume schön hingestellt, ich mein, und dann direkt so einen schönen, aber einen schönen Backdrop daneben, also dahinter, dass dann eben halt die freien Stellen, die durch die Bäume nicht abgedeckt werden, eben halt dann noch schön, ne? Ja, das meine ich eben. Gehen tut alles, selbst wenn du nicht unbedingt die meisten Objekte benutzt. Aber ich sag mal, du musst ja jetzt nicht auf eine Kachel 2000 bis 10.000 Objekte stellen, aber ich denke mal, wenn du ein paar mehr Objekte hinstellst und machst das ein bisschen intelligent, dann klappt das aber auch, oder? Ich bin jetzt zwar kein Mapbauer, aber ich denke mir, das muss ja gehen. Der Carsten, ich hätte gerade Schiss, dass da wieder eine Kachel weg ist. Ja, das ist jetzt, weil hier so viel leer... Ich müsste jetzt eigentlich... Warte mal. Ich mache jetzt was ich eigentlich nicht machen sollte. Nein, das war der Scheibenwischer. Ich wollte einen Warnblinker. Ja, genau. Ich mache jetzt, was ich nicht machen sollte. Ich fahre auf den Standstreifen von meinen Scheibenwischern. Siehst du, was ich meine? Jo. Es mag jetzt vielleicht aus dem Bus noch ein bisschen so wirken, aber optisch gesehen spricht es mich jetzt trotzdem irgendwie nicht so ganz an. Ja, fahr auf die andere Spur. Das ist eine gute Idee. Da bleib auch. Kommt der wieder rüber? Ich dachte gerade schon. So. Ich weiß, ich kritisiere heute viel. Also man ist halt auch mit der Zeit wirklich verwöhnt. Das ist bei den Bussen so, das ist aber auch bei den Maps so. Irgendwann sucht man dann schon förmlich. Wenn man die guten Maps kennt, ne? Das Problem kennst du ja wahrscheinlich auch. Ja, die guten Maps und guten Busse, die versauen einen manchmal echt. Ja. Achtung, er will rüber. Benz, es ist ein Taxi. Blinker, dafür gibt's Blinker. Es ist ein Taxi, wie immer.